Herr Dr. Römermann, das geht schon schief. Das bin ich gar nicht. Ich weiß nicht, wer das ist. Ich bin's doch jetzt, die Gerda Müller. Ich wollte Ihnen jetzt berichten, wie man eine Wohnung verkauft. Ich wohne ja jetzt im Altersheim. Und ich hatte eine Eigentumswohnung und die ist jetzt weg und das wollte ich Ihnen erzählen. Und ich wohne ja jetzt in der Südstadt, das ist da um die Ecke. Kennen Sie das? Also, das ist ja so mit den Immobilien, das müssen Sie sich ungefähr, ach gucken Sie mal, da habe ich mal gewohnt, in dem Haus, mit dem Heinz. Heinz, na das ist mein Mann, 40 Jahre, nun gibt's ihn leider nicht. Und ich kann jetzt auch nicht mehr in der Wohnung wohnen. Wissen Sie, das ist ja so eine Sache, wenn man alt ist. Dann muss man ja manchmal umziehen. Ach ja, das waren Zeiten, das war die Einweihung mit dem Heinz. Ist er nicht schick? Ach, war das schön. Ja, 40 Jahre habe ich da gewohnt, aber jetzt bin ich ja im Altenheim, wissen Sie? Und ich erzähle Ihnen mal, wie Sie wirklich eine Wohnung verkaufen können. Gucken Sie mal, da sind die gekommen und da haben die gesagt, nee, Frau Müller, so verkauft man heute keine Wohnung mehr. Ach, habe ich gesagt, wieso denn? Das ist doch schick. Nee, haben sie gesagt, viel zu voll. Ach, habe ich gesagt, und wie verkauft man heute eine Wohnung? Na, ganz anders, das nennt sich, hab den Namen vergessen, Homestugging. Nee, war was Englisches, kommt von drüben, vom Teich, die machen das da die ganze Zeit so. Irgendwas Englisches. Ach, Homestaging, sag ich doch, was Englisches. Wissen Sie, was das ist? Das ist Pimpen. Pimpen, na schick machen. Man muss doch heute alles schick haben. Mein Nachbar, das bleibt jetzt aber unter uns, der hat seine Wohnung immer noch nicht verkauft. Da kommt ja keiner rein in die Wohnung. Dieses ganze Gerümpel. Na, das sag ich Ihnen, so sah es bei mir nicht aus. Die Möbel waren ein bisschen alt. Aber sonst war es sehr, sehr anders. Der Schulz, der brauchte auch die Vera. Kennen Sie die Vera? Na, aus dem TV. Die musste ja erst mal putzen. Nee, 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 das musste man bei mir nicht. Bei mir waren nur die Möbel alt, so alt wie ich. Aber das kann man ja alles pimpen heutzutage. Auch alte Leute könnte man pimpen. Na, Sie müssen sich das so vorstellen. Sie haben da eine Puppe. So eine Puppenstube mit schönen Möbeln. Nicht so klein, ein bisschen größer, denn da will man ja später drin wohnen. Ich sehe an Ihren Gesichtern, das haben Sie immer noch nicht verstanden. Soll ich Ihnen das mal anders erklären? Mein anderer Nachbar, der Willi, der hat sein Haus, sein Auto verkaufen wollen. Das hat er gepimpt. Die Else, meine Freundin, hat geputzt und geschrubbt. Und einen Spoiler hat er dran gemacht. Na, das sage ich Ihnen. An Ihre Wohnung dürfen Sie jetzt keinen Spoiler bringen, dann verkaufen Sie die auch nicht. Sie müssen sich das wie die Reichen vorstellen. Die haben ja alle Träume, ne? Die wollen ja einen großen Raum, einen schicken Raum, einen hellen Raum. Und dann muss man sich das ja vorstellen, das muss ja gut aussehen. So schick halt, nicht so eine alte Hütte, wie ich das hatte. Ja, und dann haben sie mir die Hütte ausgeräumt und da habe ich gesagt, aber jetzt ist aber gut. Nee, Frau Müller, so, das geht doch nicht. Wie sieht denn das aus? Da habe ich gesagt, haben Sie recht. Ein bisschen ungemütlich und so leer. Ja, da fühlt sich doch der Kunde nicht wohl. Und dann kamen die ja mit so einem LKW, naja, ein bisschen kleiner war er. Und dann haben sie gewühlt, sag ich Ihnen. Gardine an die Fenster, Bilder an die Wände, selbst eine Lampe habe ich bekommen. Ich habe ja immer geguckt, ne? Musste ja gucken. Wissen Sie, warum da eine Lampe ist? Na, da kommt man ja auch abends besichtigen. Und gucken Sie mal, wie schick jetzt meine Wohnung aussieht, wenn ich nicht ins Altenheim müsste, ne? Und wenn Sie glauben, da können Sie jetzt ein rotes Sofa reinstellen. Nee, das lassen Sie mal. Wenn da einer rot nicht mag, da hätte ich ja meine Möbel drin lassen können. Also das muss schon gut aussehen. Ich erkläre Ihnen das am besten an meinem Schlafzimmer und der Biberbettwäsche. Nee, die war nicht schick, das weiß ich, aber praktisch. Und sehen Sie, die rubbeln da im Teppich, da habe ich auch schon gelegen. Und stellen Sie vor, da kommt der Kunde und dann liegt er da. Da können Sie schon wieder nicht die Wohnung verkaufen mit so einem Kunden, der da liegt.
So sollte es aussehen, so schick und ordentlich und hell, weil man besichtigt ja heute auch ab 18 Uhr. Ne? Der Kunde, der will ja viel für sein Geld, der will auch abends besichtigen oder wenn es draußen dunkel ist. Und dann braucht man Licht, ich weiß das jetzt. Und dann in der Küche, na, das ist so eine Sache. Ich habe ja immer morgens gekleckert und deswegen hatte ich eine Duschdecke. Eine Duschdecke will der Kunde auch nicht. Vielleicht kleckert der gar nicht. Und dann haben sie da eine Duschdecke. Ich habe das ja anders gemacht. Aber jetzt soll die Wohnung ja verkauft werden. Und dann ist das mit dem Esszimmer und ich habe einen Dick mit Duschdecken. Und wenn sie diesen, das geht auch nicht, haben sie gesagt. Und das ist viel zu voll, Frau Müller. Und dann könnte man ja ein Arbeitszimmer draus machen. Sie wissen ja nicht, wer da kommt. Vielleicht will der ein Arbeitszimmer und der mag manche Sachen nicht. Mit dem Badezimmer, das ist so eine Sache. Kennten Sie den Kunden nutzen? Der will nicht Ihre Strumpfhose nutzen. Der hat vielleicht Wollsocken und dann kommt er nicht in die Badewanne rein. Nee, das muss schon schick und ordentlich sein. Haben Sie denn das jetzt begriffen? Immer noch nicht. Na, mit dem Flur, wenn da so viel hängt, da kommt kein Kunde rein, da bleibt er an Ihrer Jacke hängen. Sie wollen die Wohnung doch verkaufen und nicht meine Jacken. So kommt der Kunde rein, hat meine Nichte schon gesagt. Da kommen ganz viele und die brauchen Platz, die wollen ja träumen. Und mit dem Balkon, den habe ich ja zum Schluss nicht mehr genutzt, auch so eine Sache. Der Kunde will den vielleicht nutzen, aber jetzt ist die Wohnung verkauft. Jetzt kann ich 100 werden, weil das mit der Rente, das ist ja gar nicht mehr so dolle. Und da muss, ich habe jetzt bar bezahlt und jetzt kann ich in der Südstadt wohnen. Vielen Dank.